Jo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video am Sonntag. Der Shoutout geht heute raus an Lennart, denn der hat mir eine ziemlich interessante Frage gestellt und ich wusste sowieso nicht, was ich Sonntag hochladen wollte. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich bringe alles in Kombination. Also wenn ihr auch einen Shoutout haben wollt, dann schreibt mir auf Instagram eure Frage und vielleicht werde ich die dann Sonntag oder in einem kommenden Video beantworten. So, genau, also zu der Frage. Genau, ihr seht die wahrscheinlich gerade eingeblendet. Hey, mein Bester, im Internet sagt jeder was anderes in Bezug auf gute Kameras. Ich benötige für Feuerwehr, DHK, Musik, Band, Fotografie für privat eine Kamera unter 1000 Euro. Du bist der Einzige, den ich vertraue. Kannst du mir eine gute Kamera empfehlen und auch welches Objektiv? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Das Thema Fotografie habe ich in der Vergangenheit so ein bisschen auf meinem Kanal aufgegriffen. Wir haben auch so 2, 3, 4, 5 Serienteile produziert. Allerdings ist das Problem, dass wir nicht mehr wussten, was wir danach machen sollten. Wenn du dich wirklich für Kameras interessierst, wenn du wirklich gute Reviews suchst, dann kannst du gerne unten in die Videobeschreibung mal gucken. Da steht der Stefan Wiesner drin. Ist ein, wie ich finde, sehr eigener Typ, definitiv. Aber er macht super geile Videos und hat jedes Objektiv, jede Kamera schon in der Hand gehabt. Und der weiß auf jeden Fall besser wie ich. Ich kann jetzt nur wirklich aus meinen Erfahrungen berichten, was ich so benutze für meine Produktion. Und das wird wahrscheinlich auch viele andere jetzt interessieren. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach dieses Video. Also, ich filme gerade mit einer Sony A7S und einem 12, ich muss mal drauf gucken eben schnell, 12-24 Objektiv. Dieses Objektiv ist sehr, sehr, sehr weit. Einige Zuschauer haben direkt gemerkt, als ich dieses Objektiv draufgeschraubt habe, weil es relativ fischig ist. Ich bin jetzt auf ja, so knapp 13 mm. Ihr seht, es ist halt total langgezogen. Stelle ich mich hier hin, werde ich total dick. Deswegen sind meine Oberarme teilweise in den Videos auch so ultra dick, weil halt genau dieser Winkel passt, weil es ziemlich kissenverzerrt ist. Diesen Look wollte ich einfach haben, weil ich eine Kamera 3 Jahre lang für YouTube genutzt habe, die einen ähnlichen Effekt hat. Ich werde jetzt einfach mal anmachen. Ihr seht, es ist natürlich extrem krass, das Kissenbild. Und hier ist auch schon wieder ein Streifen irgendwie im Bild drin. Aber diese Kamera hier, diese wundervolle kleine Legria, hat mich wirklich lange begleitet. Also 3 Jahre meiner YouTube-Karriere. Und die habe ich tatsächlich gefunden bei Felix von der Land bzw. Dena Unge und Julian Bam, weil die haben damals diesen Longboard-Trip gemacht und dadurch bin ich auch irgendwie nach YouTube gekommen, habe halt diese Kamera gesehen und habe mir gedacht, geil, du kaufst jetzt auch mal so eine Kamera und die war damals wirklich relativ günstig. Die hat irgendwie um die 300, 350 Euro gekostet und jetzt kosten die inzwischen irgendwie 800, weil die super rar sind. Der Vorteil an dieser Kamera, ultra kompakt, es fällt kaum auf, wenn man damit irgendwie was produziert, aber ich wollte halt bildtechnisch mich ein bisschen erweitern, deswegen habe ich die A7S gekauft. Die habe ich gebraucht, glaube ich, bei eBay Kleinanzeigen irgendwann mal geschossen und fand die total cool. Die ist allerdings vom Gewicht ultimativ schwer im Vergleich zu so einer kleinen Kamera. So, ihr seht, wir landen auch gerade bei Video, aber ich komme gleich zum Thema Foto. Ich schalte jetzt einfach nochmal ein und als Vergleich nehme ich jetzt einfach mal den Ton in dieser Richtung. Ihr seht es, ich spreche jetzt quasi hinter der Kamera. Ich drehe die Kamera in die Richtung und habe quasi auch einen super geilen Ton. Und das gleiche Spiel mache ich jetzt mal mit der A7S. Das heißt, ich spreche hier rein. Ja, der Ton ist super gut, weil es quasi ein Richtmikrofon ist. Stelle ich mich aber hinter die Kamera. Und das ist auch das, was ihr andauernd bemängelt. Der Ton wird so ein bisschen... Ihr hört es jetzt gerade, ihr seht jetzt gerade das Bild eingeblendet. Ich sitze da zwar nicht, aber ihr hört, dass der Ton sich halt verändert. Und das ist halt so, ja, noch ein Problem, wo ich bei der A7S immer noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe schon diverse Mikrofone ausprobiert, aber ich bin wirklich auf keinen Nenner gekommen. A7S, 2K intern zeichnet die auf einer Karte auf. 4K könntet ihr extern über einen HDMI-Anschluss auf einen externen Monitor oder ein Aufnahmegerät raushauen, aber bei der Produktion von meinen Videos muss es immer relativ leicht sein. So im Vergleich habt ihr jetzt gesehen, die kleine Kamera mit dem großen Setup hier ist natürlich ein himmelweiter Unterschied als ja, so ein ultimativ kleines Ding mit so einem Yogi-Pod drunter. Deswegen muss ich das natürlich ein bisschen optimieren. Deswegen habe ich mir diese 4K-Variante geholt, die intern aufzeichnen kann, damit ich nicht noch mehr Gewicht an dieser Kamera dran habe. Aber die 4K-Version ist gerade in Reparatur, weil da der Slot kaputt ist. Deswegen gibt es jetzt wieder die 2K-Version und ihr werdet wahrscheinlich sogar den Unterschied sehen zu dieser A7S und dieser A7S Mark II, die 4K kann, weil es einfach ein besseres Bild ist. Ich lade keine Videos mit 4K hoch, aber das Bild ist quasi dann downkonvertiert auf 2K und es ist halt einfach ein Tacken geiler und von der Framerate her angenehmer. Fotografie, das war dein Thema. Es tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen ausgeholt habe, aber ich habe jetzt extra immer so 2 Rucksäcke eingepackt, weil wir gleich auch auf Tour gehen. Und da ist ein folgendes Setup drin. Das ist einmal ein Fotorucksack, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Backpack 50 oder so. Ich habe zum Beispiel hier eine 1740 drin, Blende 4, ist schon eine ältere Generation. Gibt es eine 2.8 davon, gibt es eine 1635 inzwischen von, aber 1DX
ist halt immer noch State of the Art. Ich habe damit ja quasi alle Fotos gemacht, die ihr so auf meinem Kanal seht. Ich war damit mal im Zoo, das kann ich vielleicht verlinken, wenn ich es nicht vergessen sollte. Haben wir sehr geile Bilder mitgemacht mit einem 300er Festbrennweite 2.8er und Bildstabilisator ist sehr gut. Aber als Einsteiger braucht ihr keine 1DX. Ich habe die wirklich nur gekauft, weil ich die mal relativ günstig gekriegt habe, weil ich das eigentlich feiere, dass der Buddy quasi so groß ist und ich da keinen zusätzlichen Batteriegriff dran setzen muss. Finde ich wirklich super, die Kamera. Hat zwei große Slots, CF-Karten, absolutes Arbeitstier, ist natürlich Vermögen teuer, muss man wirklich mal so sagen. Auch die Optiken da dran, weil es halt L-Optiken sind, das ist eine Vollformatkamera, sind sehr teuer. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, welche Kamera ist für dich relevant für deine Fotografie? Ich habe gesehen, du sagst, du möchtest ein bisschen DRK machen, du möchtest ein bisschen ein Musikvideo machen, dann geht es natürlich auch schon in so eine Richtung, wo du Momente hast, die du nicht ein zweites Mal hast. Das heißt, du hast es nicht geplant, bei einer Kamera wie die hier könnt ihr alles vorher planen, müsst ihr auch, weil die ist komplett irgendwie manuell einstellbar. Das heißt, habt ihr ein bisschen mehr Zeit und wisst genau mit so einer Kamera, was ihr wollt. Bei einer Geschichte, die du jetzt machst, DRK zum Beispiel, du willst jetzt hier ein bisschen Musikvideo machen, das sind alles Momente, die tauchen nicht wieder auf. Das heißt, du solltest vielleicht auf eine Kamera setzen, die relativ schnell im Autofokus ist und die auch relativ günstig ist. Und ich bin nicht der absolute Kameramann. Es ist auch sehr schwer zu beurteilen, weil es gibt Leute, die mögen halt mehr Canon, weil der Griff halt schöner ist. Andere mögen eher Nikon, weil der Griff da den in der Hand besser liegt. Also es ist immer so eine Empfindungssache. Ich würde mir aber keine Canon und keine Nikon mehr kaufen, sondern ich würde nur noch in Richtung Sony Alpha gehen, definitiv, weil Sony Alpha holt absolut auf, auch in Sachen ISO-Rauschen und so weiter. Das heißt, du kannst in der absoluten Dunkelheit noch richtig geile Bilder machen. Und Panasonic GH5, GH4 heißen die, glaube ich, die Generation, sind bombastisch gut. Jetzt fühlen sich natürlich die Canon-Leute angesprochen, weil die sich denken, okay, was erzählt er da? Canon ist irgendwie, er macht die Marke Canon so ein bisschen runter. Ich bin nach wie vor Canon-Fotograf, aber ich merke halt, dass Canon immer noch auf dem Stand ist wie vor 10 Jahren. Da tut sich nicht super viel. Es gibt ein paar Touch-Displays, ja, aber so in Sachen Video zum Beispiel haben die sich gar nicht nach vorne entwickelt. Das heißt, ihr könnt mit einer, was weiß ich, 5D Mark III natürlich Videos produzieren, aber die sind lang nicht so geil wie von der A7S. Wie gesagt, ich pack's mal weg, sonst schwitze ich mich hier dumm und dämlich, weil es irgendwie gerade tot ist. Wie gesagt, kommt jetzt halt drauf an, was du machen möchtest. Und du hast mir halt gesagt, du möchtest so in Sachen DRK gehen, du möchtest Sachen Musikvideo machen, du möchtest halt ein bisschen flexibler sein. Und um flexibel zu sein, musst du eine Kamera haben, die auf jeden Fall einen schnellen Autofokus hat, wenn du nicht unbedingt manuell fotografieren möchtest. Aber das wird heutzutage fast keiner mehr machen. Ich habe aber noch was für euch. Ich hoffe, ich konnte deine Frage jetzt soweit beantworten. Wenn nicht, musst du unten in die Kommentare reinschauen, weil viele von euch, die jetzt gerade auch dieses Video sehen, die können natürlich die eigenen Erfahrungen unten reinschreiben und dann kriegst du vielleicht noch hilfreichere Tipps, als ich jetzt gerade hier raushaue. Weil, wie gesagt, ich bin nicht der Kameraexperte, ich kann dir nur berichten, was ich nutze, wo ich sage, feiere ich oder feiere ich nicht. Und Canon und Nikon ist für mich so ein bisschen, ja, die haben es verpasst. Auch in Sachen Objektiv müsst ihr mal bei Stefan Wiesner gucken, der hat da auch ein geiles Video zu rausgehauen, was die Canon-Objektive so ein bisschen zur Seite geschoben hat, also ein bisschen abseits geschoben hat, weil die EOS R zum Beispiel ist ein sehr, sehr, sehr gutes Ding, aber da braucht ihr extra speziellere Optiken für und das ist gerade für einen Nutzer, der mehrere Kameras hat und immer unterschiedliche Optiken hinterher besitzt, ein absolutes No-Go. Also ich habe jetzt hier A7S, ja, die hat einen E-Mount, ja gut, aber ich habe jetzt auch nur noch die A7S-Optiken und halt noch die EF-Optiken hier für die 1DX, genau. So, ich habe hier noch was, glaube ich, drin stehen. Genau, ich habe noch eine Drohne mit eingepackt, weil ich mache jetzt ja aus diesem Video so ein bisschen, was nutze ich so alltäglich, was habe ich immer so dabei. Und es ist eine Mavic Air Flymore Combo Kit. Das heißt, wir haben 3 Akkus. Der 4. Akku, auch eine sehr interessante Geschichte, quasi der 3. Akku in diesem Set, weil ihr habt 3 Akkus in diesem Flymore Combo Kit, ist leider kaputt gegangen. Ich habe die Drohne 2-mal geflogen, dann lud der Akku nicht mehr und dann habe ich den nach Mediamarkt geschickt und das Ding ist jetzt schon seit 6 Wochen weg, weil DJI sich da so ein bisschen einkackt. Es ist eine ultrakompakte Drohne, die kann schon 4K, feiere ich auch, finde ich total cool. Schwierigkeit ist super tolle Gameboy-Fernbedienung. Das Problem daran ist einfach, die Verbindung reißt oft ab. Ich habe auch noch eine Phantom 4 Pro, beziehungsweise Advanced, die fliegt definitiv besser, aber die ist halt extrem kompakt, um damit mal eben was anderes zu drehen. Habe ich aber bisher nur 2-mal geflogen und weil ich immer wieder vergesse, die Kamera bzw. Drohne einzupacken und ja, ich hoffe in Zukunft kommt da so ein bisschen mehr, weil ich plane noch so ein paar andere Dinge, wo es so ein bisschen mehr cinematisch geht. Leute, die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich gerne mal Powerbanks habe, weil wenn wir im Auto unterwegs sind und ich gerade einen Upload machen möchte oder so,
dann sind diese Powerbanks halt ganz spannend. Wenn ich was schneiden will und ich brauche den Strom dazu, um zum Beispiel einen Upload zu machen für mein GigaCube, dann ist es sehr schwierig, wenn man da keinen Strom im Auto hat. Deswegen, ja, ich glaube, ich muss gerade mal ein bisschen Werbung einblenden oder muss ich es oder mache ich es oder weiß ich nicht. Ich habe mir eine Suoki Powerbank geholt. Es ist eine relativ kleine, ich weiß gar nicht, wie die heißt, S270. Ja, ist eine Linglong, eine Wangtang Powerbank, kommt natürlich aus Linglong und Wangtang, aber ich muss ganz ehrlich sagen, feiere ich total hart weg, dieses kleine Ding, ne? Das hat echt Wumms. Wir haben hier einen 230 Volt Anschluss, wir haben viermal USB, wir haben viermal 15 Ampere Ausgänge hier oben drin, was auch immer ihr da dran anstöpseln könnt, ich glaube nochmal ein Zigarettenanzünder Ausgang oder so, und die hat tatsächlich, ich weiß gar nicht wie viel, Milliampere, 13.500 Milliampere kann das Ding, 150 Wattstunden, das heißt, es ist schon in Ordnung. Was steht da drauf, wie viele Stunden? 7 bis 8 Stunden, Charging Time, okay, Output ist dann, ja, 120, wie lange hat die denn so, 500 Times kannst du das Ding aufladen, aber, ja, also ich glaube, wenn man, selbst wenn das jetzt hier draufstehen würde, wie lange das Ding hier befeuert werden kann, also wie lange das hält, ist es absolut nicht realistisch. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie ist das Wetter draußen, ist es warm, ist es kalt, wie belastet ist dieses Ding. Also es ist auf jeden Fall schon ein Teil, was natürlich aus Linglong kommt, was aus China kommt, aber es ist wirklich gut. Ich habe das Ding auch nochmal in riesengroß, das werde ich in Zukunft dann auf meinem Kanal bringen als Einzelvideo, weil der hat sogar 300 Watt Output. Der kann jetzt nur, muss mal kurz gucken, 150 Watt glaube ich, 150 Watt AC Output, reicht aber, um Laptop zu befeuern. Also das ist so ein Must-Have, was ich jeden Tag dabei habe. Ihr könntet theoretisch, wenn ihr einen Zigarettenanzünderstecker habt, steckt ihr hier auf den Ladeport irgendwo, vorne, hinten, vorne. Jetzt geht die Lampe wieder an. Den Zigarettenanzünderstecker drauf und könnt quasi den Strom eures Fahrzeugs da direkt reinbringen und dann direkt hier wieder rausbringen. Also das ist quasi fast wie ein Wandler. Ich weiß es nicht, ob es 1:1 funktioniert oder ob er sich eher leer zieht und dann das Ding lädt oder ob der mehr lädt und dann weniger leer zieht. Das weiß ich jetzt nicht. Das müsste ich mal ausprobieren in Zukunft. Aber das ist so ein Ding, wo ich sage, feiere ich total hart. Also kostet schon eine Stange Geld, muss man wirklich sagen. Also ist relativ teuer. Müsst ihr unten in die Beschreibung gucken. Da steht es alles drin mit den Amazon-Links. Da könnt ihr gerne drauf gehen. Die Preise variieren je nach Anbieter auf diesem Markt, aber habe ich auf jeden Fall immer dabei und werde ich gleich auch dabei haben, wenn ich dieses Video im Auto schneide, weil wir fahren jetzt gleich schon wieder auf eine Tour. Genau, kurz und knapp war es das. Jetzt haben wir aber noch was. Voll mit irgendwelchen Ladeadaptern, und zwar von Rough Power. Vielleicht kennen einige von euch diese Marke. Es ist ein Hersteller, der auch wieder Linglong ist, natürlich, weil er aus China kommt, aber allein diese Verpackungen sind so ultimativ wertig. Ich habe damals für meinen Bus einen Adapter bestellt. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, hier sind wieder 1 Million Sachen drin. Ich würde jetzt einfach mal darauf tippen, dass es der ist. Ne, der ist es auch nicht, aber es könnte so ein Ding sein. Ich mache ihn jetzt einfach mal auf. Die Verpackung, allein, ich bin immer total geil auf Verpackung. Ich weiß nicht warum, aber die Verpackung hier, ihr kriegt erstmal so ein geiles Zettelchen mit dabei. Happy und wenn ihr glücklich seid und dann habt ihr hier so ein Hello-Ding mit drin und ja, die Verpackung, die sind so milchig, die sind so matt, die fühlen sich ultimativ an, geil an, diese Tüten. Und deswegen finde ich, dass dieses ganze Produkt schon mal wertig wirkt. Es sind, ja, hier in dem Fall NP550 für ganz normale LED-Light-Panels. Habe ich direkt mal mitbestellt, weil ich ja in Zukunft auch ein bisschen was mit den LED-Light-Panels plane, beziehungsweise man diese Akkus immer gebrauchen kann. Und dann bieten die halt diverse andere Akkus noch an. Und wer Akkus haben möchte, ihr wisst ja auf meinem Kanal, es wird hier nicht erzählt, das Produkt ist total toll, wenn das Produkt total scheiße ist, sondern ich stelle euch wirklich nur Produkte vor, die ich persönlich feiere. Und ihr werdet mir wahrscheinlich recht geben. Viele werden auch P7R von LED-Lenser nutzen. Viele werden auch die Varta nutzen, weil die Produkte, die ich habe, wirklich geil sind. Ich teste die wirklich vorher lange. Und genau wie diese ganzen Produkte hier, die teste ich vorher extrem lange. Und wenn ich dann sage, die sind geil, dann werde ich euch die einfach in einem Video vorstellen. Aber was ich euch noch zeigen wollte, ist das Ding hier. Es ist ein ultimativer Adapter, 6er Port. Hinten kommt 230 Volt drauf und dann geht ihr 6-mal mit USB 1, 2, 3, 4, 5, 6-mal mit USB raus. Das ist ultimativ krass, dieses Ding. Steht auch alles unten in der Beschreibung drin. Habe ich im Bus verbaut, um die Taschenlampen zum Beispiel zu laden. Habe ich auf dem Schreibtisch liegen, um die ganzen Ladegeräte mit Strom zu befeuern. Also es ist wirklich ultimativ geil. Hierbei ist noch ein spannendes anderes Produkt, aber das würde ich dann nochmal in einem anderen Video machen, weil ihr jetzt schon wieder too much informations, glaube ich, habt. Ich habe jetzt so viele Sachen hier, ich kriege die Packung nicht mehr zu, ist auch egal. Ihr habt jetzt einfach viel zu viele Informationen. Lennart, genau. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Ich hoffe, ihr als andere Zuschauer, die alle gerade dieses Video schauen, habt jetzt auch so ein bisschen was mitgenommen, wisst, mit welcher Technik ich so unterwegs bin und ja, schaut in die Videobeschreibung, da steht alles drin. Also wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt,
schreibt es unten rein, schickt mir auf Instagram eine Nachricht und dann schauen wir mal und ich gucke mal, was ich in Zukunft noch so bearbeiten kann. Auf dem Amarok werden auch demnächst wieder so ein paar Sachen montiert und dann gibt es wieder ein bisschen neuen Input. So, macht euch einen schönen Sonntag. Ich drehe jetzt auch noch mal ein bisschen was und ich würde sagen, lasst den Like da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis bald und ciao.